So. Machen jetzt erstmal eine Leserunde. Ich habe übrigens ein Froop oder Frop. Oh. Wie auch immer. Das hatte ich verjagt. Nice. Okay, wir lesen von Geschichtenanfang bis anders. Eine tiefer gelegte Region nahe des Eingangs zum Fremdling. An den Ufern des Flusses befinden sich mehrere Holzgebäude. In einer Werkstatt, die von Geistmaterie umgeben war, fand ich mehrere verzierte metallische Artefakte. Ein Diafilm, der die Ursprünge des Fremdlings und seiner Bewohner zeigt. Einige Dias sind verkohlt und können nicht erkannt werden. Ja, kenne ich. Der Turm auf der Insel. Auf einer der Zunderinseln ist ein großer Turm. Die oberen Stockwerke könnte ich durch einen zweiten Eingang auf der Rückseite des Turms erreicht werden. Ich fand einen Diafilm, der die Bewohner des Fremdlings beim Öffnen eines Geheimgangs zeigt. Sie führen zu einem runden Raum voller Laternen und Wandmalereien. Der Film zeigt, wie die Bewohner drei dieser Räume irgendwo auf dem Fremdling betreten. Ja. Zunderinseln. Zwei kleine felsige Inseln, die ein Dorf aus Stelzenhäusern miteinander verbinden. In einer ausgebrannten Hütte fand ich ein großes Metallsymbol, das Auge des Universums. Ein Diafilm zeigt die Bewohner des Fremdlings bei der Untersuchung des Auges. Einige Dias sind verkohlt und konnten nicht erkannt werden. Und konnten nicht betrachtet werden, so rum. Entschuldigung. Verlassener Tempel. Ein verlassener Tempel mit dem Symbol eines verbrannten Dias. Der mit dem Symbol eines verbrennenden Diafilms markiert war. Man kann über eine Passage in eine verborgene Schlucht zu ihm gelangen. Oben gibt es eine Vorrichtung, um Symbole in einer vertikalen Sequenz anzuordnen. Ja, da brauchen wir noch mal eine zweite Kombination oder so. Ein Diafilm, der die Bewohner des Fremdlings dabei zeigt, wie sie sich um ein seltsames grünes Feuer versammeln. Einige Dias sind verkohlt, ja. Das vierte wird hier gar nicht. Ach doch, hier. Ein Diafilm, der eine merkwürdige Kammer zeigt, die ganz von einem großen Metallkonstrukt umgeben ist und unter Wasser abgesenkt werden kann. Fast alle Dias wurden verbrannt und konnten nicht mehr betrachtet werden. Eine schmale Schlucht am rechten Arm des Flusses. In den Felswänden hoch über dem Wasser wurden Behausungen geschlagen. Da haben die quasi gewohnt. Ein enormes Reservoir mit Holzstegen und Gebäuden an beiden Ufern. Ich fand einen Raum mit einer verbrannten Vorrichtung und einer Projektion, die auf eine unterbrochene Verbindung zwischen dem Fremdling und einem anderen Raumschiff hinzuweisen schien. Okay, anderes Raumschiff. Ich habe es als Sonde identifiziert, aber hey. Dieses große Metallkonstrukt ist an Ketten aufgehangen. Man kann es nur schwimmend durch ein Loch im Boden betreten. In dem Konstrukt befindet sich eine Kammer, die von grünem Licht erleuchtet wird. Aha. Ich fand eine merkwürdige Kammer, die ganz von Ketten umschlungen und mit drei glühenden Symbolen markiert war. Ein Diafilm von der Flussebene zeigt eine seltsame Kammer, die von Ketten umschlungen und von grünen Symbolen versiegelt war. Ein Diafilm von den Zunderinseln zeigt ein glühendes Symbol und Ketten, die an einer seltsamen Kammer umschlungen. Dasselbe nochmal, nur von woanders. Ja. Also wir brauchen noch die Kombination für diesen, ich nenne es jetzt mal, ehemaligen Augenraum, weil da ist auch ein Symbol des Auges des Universums gewesen. Von daher ist die verborgene Schlucht wahrscheinlich tatsächlich auch das, wo ich als nächstes hin oder wo ich jetzt nochmal hingehen möchte. Ich weiß nicht, wo ich als nächstes gerne hingegangen wäre. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ja. Floop. Scheiße. Es ging zu schnell.
Kein Froop für mich. Da. Aber gelandet. Interessant, die Sonnenstrahlung kommt ja trotzdem rein. Danke. Bring me to the Schlucht. Go, Jürgen. Ja. Das ist quasi, als würdest du auf dem Schiff WASD verwenden, nur dass es unglaublich ekelhaft zu steuern und nicht WASD ist. Ja, egal. Absolut perfekt. Ich muss darüber. Chantal! Ich glaube, ich mache eine Bonusrunde. Oh no. Ja, ich habe meine Ausfahrt verpasst. Again! Ich hätte mich für die linke Seite entscheiden sollen, als ich die Kurve nicht hinbekommen habe, aber egal. Oh, stimmt, ich wollte hier oben auf dem Ding nochmal drauf gucken. Weil letztes Mal, als ich auf den Damm gegangen bin, bin ich instant wieder runtergelaufen. Sag mal, wie es ist. Danke. Seht ihr? Da war noch was. War da nicht gerade ein Schild? Ich werde paranoid. Bist du die Brücke? Ich habe jetzt schon mehrere Sachen als Brücke interpretiert, aber ich glaube, du bist die Brücke, oder? Das oder die VIP-Launch? Ja, und sobald die Sonnensegel angehen, dürfte man hier sehen, wie das Ding immer weiter wegfährt. Alles aus Holz gebaut, verstehe ich bis heute immer noch nicht. Willst du das da vielleicht mal reinstecken? Nee? Nee? Okay. Ja, das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier haben wir wahrscheinlich unsere Death Clock, mehr oder weniger. Gibt es Möglichkeiten, wie ich das beeinflussen kann? Oder läuft das Ding jetzt einfach auf Autopilot? Weil das sind quasi die, ich nenne es jetzt mal, 5 Positionen, die das Ding haben kann, je nachdem, wie groß die Sonne ist. Aber was heißt das da?
End of Gravity, also wenn man den Bereich überschreitet, fliegt man davon. Weil wir rotieren ja gerade um die Sonne und wenn man darüber ist, ist man quasi drum weg und würde wegfliegen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Potenziell wieder so eine Sache, wo ich wahrscheinlich das Ash Twin Project deaktivieren muss, um diesen Moment überhaupt mitzubekommen. Ich habe meinen Timer gerade nicht gestellt, leider. Genau, jetzt öffnen die sich. Jetzt dürften wir uns ja quasi wegbewegen, ne? Boah, interessante Idee. Das ist ja ein Generationenschiff, auf dem Ding kann man ja überleben. Auch außerhalb von Sternen. Stell dir mal vor, wir nehmen uns jetzt alle Kamina von unserem Planeten, setzen die auf das Schiff hier drauf, deaktivieren das Ash Twin Project und fahren einfach mit unserer Spezies durchs All. Für immer. Wäre doch auch cool. Haben die ja nicht anders gemacht. Passiert da jetzt noch irgendwas? Muss ich was drücken oder so? Interesting. Nicht mal, dass das Signaloskop funktioniert von hier aus. Ich meine, okay, das hat auf dem Quantummond auch nicht funktioniert. Ah ja, jetzt. Jetzt haben wir uns im Eins bewegt. Interesting. Okay, das ist einfach nur quasi für den Abstand von der Sonne. Wie gesagt, potenziell, wenn wir über diese blaue Markierung nicht drüber rauskommen, wir können jederzeit das Ash Twin Project deaktivieren und uns definitiv mehr Zeit kaufen. Das ist eine Sache, die sollten wir ohne Probleme hinbekommen. So, was bist du? Ein Fahrstuhl. Was mich nach unten führt? Ich muss atmen. Oh. Well, aren't you sneaky, you little bitches? Im Fronteingang kann man hinten einfach langlaufen. Und da ist ein Fahrstuhl. Ja, jetzt müssen wir erstmal sofort auf die andere Seite gucken, ob das hier auch so funktioniert. Beantworten wir diese Frage mit einem Nein. Ja, Moment. Es gibt ja auch noch eine andere Richtung, von der wir in das Schiff reingehen können. Don't mind if I do. Ich sag, wie es ist, das war nicht mein gewollter Plan, aber hey. Ihr macht es einem jetzt natürlich nicht mehr ganz so einfach, auf euch zu landen.
Komm jetzt, gib Gas. Mädel, ich treib nach Medden Süd, jetzt fahr doch nach vorne! Passt. Gelandet wie ein Geininchen. So. Ominöse Tür hinter. Na? Irgendjemand? Türfreunde? Keiner? Nein? Lampe? Also, ne? Lampe. Well, that was a waste of time. Können wir in diese Olgas irgendwie rein? Nein. Vorerst nein. Wenn mir die Ideen ausgehen, werde ich versuchen, da durchzukommen. Aber vorerst nein. Danke. Hier gibt es keine zweite Ausgangsmöglichkeit, ne? Nope. Meine Zeit mit dem Damm dürfte sich den Enden nähern bereits. Ja, Analyse sieht nicht gut aus. Oh no. Habe ich gesagt, sieht nicht gut aus? Sieht absolut grauenvoll aus. Schneller, 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 schneller. Chantal! I'm fine. Kann ich dich hier ganz gekonnt mit dem Ding rausmanövrieren? Du bist stuck, oder? Du bist stuck. Alles klar. Wir nehmen uns ein anderes Boot. Oh, wait. Das andere, was ich machen wollte, ist auch bereits vorbei. Scheiße. Der Turm ist jetzt auch schon kollabiert. Also kann ich mich da auch nicht mehr mit Lampe reinstellen. Ich mag die Mucke, die erinnert mich sehr an Ori, an And the Blind Forest und oder Will of the Wisp. Kommt beides sehr nah ran. Was passiert eigentlich, wenn ich den hier mache? Ja, fahre in alle Richtungen gleichzeitig. Nichts ist die Antwort. Nichts passiert. Die Strömung wegen dem Wasser ist zu stark. Ich komme nicht mehr nach da drüben hin. Ach, jetzt hörst auf. Mädel, hier ist ein Stein im gesamten Wasser und du musst ihn rammen. Du das nicht? Damm ist gone. Damm ist no more. Ich wollte gerade sagen, wir können ja nochmal zurück zu dem
diesem Raum gehen, der einem anzeigt, wie weit man von Dingens entfernt ist. Aber der schnelle Eingang dafür war ja in der Schiffsbucht. Und die können wir jetzt nicht mehr... Ne, also, nee, da drüben. Und die können wir jetzt nicht mehr verwenden, weil da ist dicht. Und oben auf dem Damm kommen wir auch nicht mehr drauf, weil der Damm ist weg. Also, zu dem Steuerding oder das Teil, was einem anzeigt, wie weit man von der Sonne entfernt ist, da kommen wir nicht mehr hin. Allgemein, ich glaube, wenn der Damm einmal gebrochen ist, kommt man aus diesem gesamten Schiff ja nicht mehr raus, oder? Außer vielleicht, wenn man oben auf dem Damm war. Wenn man auf dem Damm war, dürfte man nach unten durchfahren können. Aber ansonsten bist du, glaube ich, stuck. Nope. Ja. Wir kommen da nicht wirklich durch. Okay. Zicke, zacke, zicke, zacke, Hühnerkacke. Los geht's. Stadt. Jetzt. Anziehen, aufsetzen, Gas geben. Und runter. Grasi. Ich frage mich, ob man meinem Volk davon erzählen kann, was wir hier finden. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir mit denen groß interagieren können. Weil wird halt ins, wird zu stark ins Base Game gehen. Vielleicht täusche ich mich aber auch, was das angeht. Wirklich wissen tue ich es nicht. Das stimmt wohl. Warum ist hier eigentlich ein Boot? Das Boot muss doch irgendeinen Grund haben, warum das da ist, oder? Es gibt keine Sachen, die keinen Grund haben in diesem Spiel. Vielleicht ist es auch einfach nur, um Spieler, die aus Versehen runterfallen, eine Möglichkeit zu geben, zurückzukommen, aber... Nein! Ich muss erstmal den Aluhut aufsitzen. Irgendwo ist eine Conspiracy Theory. Scheiße, ich habe keine Laterne. Wo war hier eine Laterne? Wo war hier eine Laterne? Hier war keine Laterne. Fickt euch. Au. Alles super. Ist hier vielleicht, weil das ist ja der alte Augenschrein, ist hier vielleicht die Kombination, um in dem anderen Augenschrein reinzukommen? Weil in dem anderen Schrein war definitiv auch das Symbol vom Auge des Universums zu sehen. Deswegen frage ich mich gerade... Ob hier vielleicht das... Oh, vielleicht war das auf einem der... Auf einem der Projektionsteile.
Ja, eventuell war es auf einem der Projektionsteile, dass man da eventuell sehen kann, was das war. Ist nicht unmöglich, ne? War ich hier eigentlich schon drin? Kommt mir so unbekannt vor. Ach, das war das Ding, was dir gezeigt hat, dass man unter der Höhle durchgehen kann. Ja, das. Ich habe gedacht erst, das wäre ein unsichtbarer Path, aber die Höhle war schon sehr offensichtlich. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt eine Zeichnung für gebraucht, die mir sagt, dass man da lang gehen kann. Aber danke. Klong. War hier nicht die Zeichnung? Ja, das war das Auge. Hier haben sie dann alle Panik bekommen und sind erstmal richtig hart bonkers gegangen. Scan, scan, scan. Er sieht die Zukunft. Auge macht Bumm. Everything is gone. U2. Neues Universum. Natürlich komplett falsch interpretiert. Das ist das Schiff, ne? Das da unten. Und sie gehen in den Tarnmodus. Nee, ich habe gedacht, vielleicht sehe ich die Kombination in der Projektion. Aber nein. Nein, tut man nicht. Ich wollte jetzt nicht einen Bunny Jump machen, aber hey! Gleich dürfte sich das Solarsegel aktivieren. Oh no. Are you serious? Holy shit, wie bin ich in diese scheiß Stadt gekommen? Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an, muss ich mir ehrlich sagen. Oh, wait. War ich da eigentlich schon? Weil da kommt man ja auch nur hin, solange das Wasser noch da ist. Ja, doch, ich erinnere mich, dass ich da eventuell schon mal war. Jeiz! Ah, wait. Aha. Hier kommt man nur rein, während noch Wasser da ist.